Wir wollen heute in einer Predigtreihe weitermachen. Wir haben ja am letzten Sonntag die Predigtreihe vom 2. Timotheusbrief abgeschlossen, die ich halte, wenn ich dran bin. Und ihr seht hier oben schon der erste Hinweis, es geht um Vertrauen. Und heute geht es ganz konkret um das Thema Vertrauen von Angst befreit. Dieses Wellenbild, was ihr vielleicht so ganz leicht seht, das wird uns heute ein bisschen beschäftigen. Zuerst wollen wir mal zurückblicken. Die erste Predigt zum Thema Vertrauen, die habe ich im März gehalten. Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, am 7. März. Und da ging es darum, Vertrauen verändert Beziehungen. Wir haben reingeschaut in die Situation in 2. Könige 5, wo Naaman beschrieben wird und seine Situation. Er war nämlich ein suchender und verwundeter Mensch. Und er hat Vertrauen in Gott gehabt. Und sein Leben wurde verändert. Zum Beispiel durch ein verschlepptes, kleines israelisches Mädchen, was ihm erzählt hat von diesem Gott. Durch eingesetzte Könige, durch den Propheten Elisa oder durch die Soldaten und Diener von Naaman, die Ermutiger waren. Vertrauen verändert Beziehungen. Und heute geht es um Vertrauen von Angst befreit. Und Rita hat schon gesagt, dass wir heute das Handy brauchen. Und das könnt ihr jetzt mal rausnehmen. Denn bevor wir so richtig einsteigen in unseren Text von heute, wollen wir uns die Frage stellen, und ich bin gespannt, wie es uns so damit geht, mit der Frage, wovor hast du Angst, was macht dir Angst? Und ihr könnt euer Handy rausnehmen und einfach diesen QR-Code abscannen oder fotografieren oder hier in eurem Browser eingeben, slido.com und dann als Eventcode Raute EFGO. Also ich mache das auch mal, habe da schon drauf gehalten. Und dann kommt ihr in so ein Eingabefeld und da wird die Frage gestellt, wovor hast du Angst? Und jetzt tragt einfach mal das ein, was euch da vielleicht so in den Sinn kommt. Und wir sehen auch gleich, was ich da so für Dinge von euch ergeben. Ich sehe es hier schon auf meinem Handy, ihr seht es jetzt auch. Kinderlosigkeit, Einsamkeit, Sterben, Verlust, mein Chef, Krieg, Rückschläge, Schicksalsschläge, Menschen, Sterben, Krankheit. Und das sind Dinge, Politik, Gedanken, Konflikte, das sind Dinge, die kennen wir aus unserem Alltag. Das sind Dinge, die sind einfach da, manchmal richtig groß, so wie Judith das beschrieben hat, dass wir darüber nachdenken und die Dinge werden wie hier in der Mitte, die Dinge richtig groß. Behaltet mal die Dinge im Hinterkopf, die uns im Alltag Angst machen, die uns bewegen. Und wir wollen jetzt mit Jesus zusammen in eine Situation einsteigen aus Markus 4, wo Jesus ganz bewusst seine Jünger mit in eine Situation hineinnimmt, wo sie zum einen Angst erleben, und zum Glauben herausgefordert werden. Und ich will uns den Bibeltext mal ein Stück nahe bringen. Da wird also Folgendes gesagt, noch was zur Situation. Jesus war also den ganzen Tag mit seinen Jüngern unterwegs und hat Leuten geholfen, hat
ihnen Botschaften von Gott gesagt, hat sie geheilt, hat ihnen Gutes getan. Und viele Leute waren gekommen, um diesen Jesus zu hören. Und er stand am Ufer des Sees Genezareth und da war die Akustik auch oft gut. Und dann war der Tag so ziemlich am Ende und dann sagt Jesus ab Vers 35 zu seinen Jüngern Folgendes. Am Ende jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, die überall standen und Jesus hören wollten, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief hinten im Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, Meister, macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ganz schön herausfordernde Situation. Und die Geräusche haben uns vielleicht ein Stück geholfen, zu verstehen, was die Jünger damals wirklich durchgemacht haben. Ich will euch gern das Bühnenbild mal ein bisschen erklären, ihr seht es auch da oben, was uns helfen soll zu verdeutlichen, wie diese Situation, die ihr jetzt gerade wahrgenommen habt, die die Jünger damals erlebt haben, wie man die erleben kann. Hier auf der einen Seite von unserem Trennstrich haben wir die Seite der Angst. Und dann läuft hier auch dieser Trennstrich durch und auf der anderen Seite, da wo Jesus in dem gleichen Boot, in der gleichen Situation in Seelenruhe geschlafen hat, auf diesem Kissen, was im Übrigen sehr bequem ist, beide haben die gleiche Situation erlebt. Die Jünger aus ihrer Perspektive der Angst und Jesus aus der Perspektive des Friedens und des Glaubens. Und so wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen über dieses Thema Angst nachdenken. Angst an sich ist eine ganz hilfreiche Sache. Die ist von Gott geschenkt. Unser Körper reagiert auf Gefahrensituationen. Und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Stellt euch vor, ihr fahrt im Winter Ski. Ihr seid mitten in so einem schönen Hang. Auf einmal gibt es einen Riesenknall und ihr guckt bloß nach oben und seht, da geht eine Lawine ab. Das, was man dann macht, weil in einem Adrenalin ausgeschüttet wird, ist so schnell wie möglich von dieser Piste runter. Ich mache mir dann keine analytischen Gedanken, wie schnell wird die Lawine wohl jetzt oder wie lange wird sie brauchen, um bei mir anzukommen, das noch mathematisch durchzurechnen, sondern nichts wie weg. In Gefahrensituationen wirkt
diese Angst hilfreich. Noch eine zweite Situation, die man bei Unfällen merkt. Ich habe mal einen Motorradunfall vor einigen Jahren gehabt in den Alpen, bin in so einer Serpentine, wollte ein Auto überholen, was mich dann berührt hat und bin bei 70 Sachen ungefähr gestürzt auf dem Motorrad, vielleicht 50 Meter gerutscht und hatte da auch einen Blackout, lag dann auf dem Motorrad, es kam kein Gegenverkehr und ich habe mit diesem Adrenalinstoß das Motorrad, was am Boden war, was etwa 250 Kilo wiegt, angefasst, aufgerichtet, noch 20 Meter aus dem Tunnel geschoben, dann dahingestellt und dann habe ich erst gemerkt, dass ich hier ein bisschen geblutet habe und die Kombi aufgescheuert war und solche Dinge. Und man hat dann gemerkt, wie der Körper reagiert hat. Also Angst ist grundsätzlich nichts Schlechtes und von Gott gemacht, wenn sie in der richtigen Situation wirkt. Wenn aber Angst unser Fokus ist, dann kann sie Leben zerstören. Und genau diesem Punkt wollen wir uns jetzt nähern. Also nicht diese Angst beleuchten, die gut ist, die wir brauchen, die von Gott gegeben ist, sondern die Angst, indem wir uns in diesen Ängsten bewegen und diese Ängste uns immer mehr beeinflussen, kann man sagen. Und zwar entstehen nämlich dann sogenannte Früchte der Angst. Und ich will das an einigen Beispielen deutlich machen, damit es klarer wird. Wenn ich mich in der Angst bewege, dann können diese Dinge entstehen, die ihr hier gerade seht. Egoismus entwickelt sich, wir bewegen uns in die Isolation, wir erleben Gefangenschaft. So ähnlich war es für die Jünger, die in diesem Boot waren, die Wellen schwappten rein und sie in dem Moment nicht auf Jesus, ihren Herrn, geschaut haben, mit dem sie schon einige Zeit unterwegs waren und gedacht haben, warum schläft er denn so ruhig? Sondern sie haben auf die Wellen geschaut, gemerkt, das Boot wird immer voller. Und im Übrigen, das waren keine unerfahrenen Leute, das waren Fischer, das waren Profis. Die haben manchen Sturm mitgemacht. Die wussten, was auf sie zukommt. Uns geht es manchmal genauso. Und ich will als erstes Beispiel mal die Pandemie benutzen, um deutlich zu machen, wie wir Menschen mit Ängsten umgehen. Schon über anderthalb Jahre stehen wir in dieser Pandemie und wir Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um. Da gibt es Leute, die Angst machen, die extreme Schreckensszenarien verbreiten und die Presse und Medien reagieren auf sowas immer sehr dankbar, weil das gute Schlagzeilen bringt. Dann gibt es Menschen, die wirklich in dieser Angst leben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, es ist doch alles Blödsinn. Ist doch alles nicht so schlimm. Und dann gibt es noch eine Stufe stärker, die sagen, das stimmt alles gar nicht. Die leugnen alles und verstricken sich in Verschwörungstheorien. Diese große Bandbreite haben wir, wenn wir dieses Thema Pandemie bedenken. Und jetzt lasst uns mal überlegen, wie haben wir reagiert in dieser Zeit, als diese Pandemie losging. Könnt ihr euch noch erinnern, dass plötzlich Toilettenpapier eng wurde, dass es in den Lebensmittelgeschäften oder Geschäften insgesamt plötzlich kein Toilettenpapier mehr gab? Vollkommen unlogisch. Aber wir Menschen haben auf Angst reagiert und haben uns in diesem Bereich unseres Lebens bewegt, um uns selber herum. Es ging nur noch darum, dass ich genug Toilettenpapier zu Hause habe und noch andere Dinge. Falls es so schlimm wird, dass die Lieferketten reißen und was weiß ich auch immer. Wir haben uns so richtig hineingesteigert und den Kontakt zu anderen eher gemieden. Andere Meinungen und Sichten
waren da eher schwierig. Und letztendlich sind wir gefangen in diesem Denkmuster, gefangen in dieser Angst, die uns sagt, denk jetzt an dich. Du musst noch das unbedingt kriegen. Es könnte ja noch schlimmer kommen. Die Leute, die gesagt haben, naja, Pandemie, alles nicht so schlimm, haben nach dem gleichen Muster funktioniert. Da waren nämlich die Ängste im Hintergrund, ich will ja nicht meine Autonomie verlieren. Ich will ja nicht meine Selbstständigkeit, meine Freiheit verlieren. Da darf mir niemand reinreden. Und es entsteht Egoismus, der nur noch an sich selber denkt. Man geht in die Isolation, man kämpft gegen Menschen, weil alle, die nicht genauso denken, meine Gegner und Feinde sind und ist genauso gefangen in diesem Muster. Vielleicht den Schritt weiter, man denkt über Verschwörungstheorien nach, man liest sich im Internet nur noch die Quellen durch, die genau diese Themen befeuern und bewegt sich in dieser Schleife der Angst. Ein anderes Beispiel, was uns zeigt, wie wir als Menschen mit dieser Angst ungesund umgehen können, wenn wir an vielleicht unseren Job denken, an unseren Wohlstand, wenn wir plötzlich Angst bekommen, diesen Job zu verlieren. Dieser Job, der dafür der Garant ist, dass es uns so gut geht, dass wir unser Haus haben, unser Auto und vielleicht noch dies oder jenes oder anderes, dass wir Wohlstand haben, dass wir gut verdienen und wir haben Angst, das zu verlieren. Und wir tun alles, um vielleicht auf Arbeit den Arbeitskollegen, die Arbeitskollegin auszuboten, um besser dazustehen, um ja nicht im Falle, dass Leute entlassen werden, dazuzugehören. Wir fahren die Ellenbogen aus, wir beginnen daran zu denken, dass es wichtig ist, dass wir und unsere Familie abgesichert sind. Und wir merken, wie wir gefangen sind in diesen Gedanken, Verlustängste zu haben, Wohlstand zu verlieren und sich alles bloß noch darum dreht. Ein letztes Beispiel, wenn es vielleicht darum geht, wie wertvoll wir uns fühlen, ob wir beachtet sind, ob andere uns wahrnehmen. Wie geht es meinem Selbstwert, wenn ich mich darauf fokussiere? Dann kann es sein, dass ich eine Art und Weise entwickle im Umgang mit Menschen, wo ich unbewusst oder bewusst mich immer in den Mittelpunkt bringe. Wo ich plötzlich erzähle, was ich alles so mache und wie toll ich das hinkriege. Oder ich kann auch erzählen, wie schlecht es mir geht, wie schlimm alles ist. Mit dem Ziel und Hintergrund, dass Menschen mich wahrnehmen, dass Menschen mich bedauern, dass Menschen sagen, ach, dir geht's ja so schlecht. Egoismus steht eigentlich auch da dahinter. Und wir isolieren uns letztendlich, weil Menschen empfinden diese Art als anstrengend. Und auch da sind wir gefangen. Und wir merken, dass wir uns davon nicht einfach losmachen können. Wir wollen gern glauben, wir wollen vertrauen, wir wollen Liebe leben, wir wollen Hoffnung haben. All das, was Jesus ausgestrahlt hat, der vollkommen entspannt und locker auf diesem weichen Kissen lag, vielleicht ein bisschen nass geworden ist, weil das Wasser ins Boot geschwappt hat, aber er hat sich nicht stören lassen davon. Er wusste, ich bin sicher. Ich bin sicher, weil ich beim Gott, meinem Vater, angedockt bin. Und von diesem Geist der Angst, der uns im Alltag manchmal bestimmt, spricht die Bibel. Und zwar Paulus ganz konkret. Wir schauen mal in diesen Bibelvers rein. Der steht genau im 2. Timotheusbrief, der Brief, den wir die letzten Wochen betrachtet haben. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Hier merken wir also, es gibt diesen Geist der Angst. Der ist real, der ist da. Dieser Geist der Angst, der kann uns vollkommen erfassen und wir bewegen uns in unserer Blickweise unseres Lebens, in unserem Lebensboot immer nur auf dieser Seite und sind bestimmt von diesem Geist der Angst. Aber Gott sagt, ich bin nicht der, der diesen Geist gibt, sondern ich, der das Leben gemacht hat, bin der, der den Geist der Kraft gibt, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn wir jetzt all die Beispiele, die ich eben aufgezeigt habe, mal unter diesem Aspekt beleuchten und sagen, der Geist der Kraft, der will uns helfen, aus der Angst herauszukommen und nicht im Egoismus zu landen, sondern zu vertrauen. Der will uns helfen, andere zu lieben, anderen Liebe zu zeigen, dass wir besonnen mit Situationen umgehen, besonnen in Situationen, wo wir vielleicht an unsere Grenzen kommen oder manchmal über unsere Grenzen hinaus. Das wird nicht ausbleiben. Aber dieser Geist, der von Gott kommt, der will uns diese Besonnenheit schenken und uns zeigen, dass wir Hoffnung haben. Aber es ist nicht so einfach, von diesem Geist der Angst zu diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ja überzuschwenken, so im Leben überzugehen und zu sagen, ich betrachte meine Lebenssituation einfach mal von der anderen Seite, auf der Seite des Glaubens und des Vertrauens. Und selbst Paulus, der vorhin im Timotheusbrief diesen Vers geschrieben hat, von dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, kennt diese Situation, wenn man auf der Seite des Lebens steht, auf der Seite, wo man Angst hat. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus Folgendes: Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Paulus war nicht der Überflieger, wenn wir das denken. Paulus kann uns gut verstehen, wenn wir Erschöpfung empfinden. Diese anderthalb Jahre Pandemie, die erschöpft uns. Ich empfinde das so. Dass wir als Gesellschaft erschöpft sind, dass wir als Einzelpersonen, als Familien erschöpft sind. Wenn wir an das Homeschooling denken und an alles Mögliche, was auf uns hereinprasselt, wo wir merken, eigentlich ist es zu viel. Wir sind erschöpft. Vielleicht stehen wir in Konflikten und merken diese Konflikte, die erschöpfen uns. Wir empfinden Schmerzen und schlaflose Nächte. Und das passiert immer dann, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn unser Alltag, der ja ganz oft davon bestimmt ist, dass viel los ist, dass wir keine Zeit zum Nachdenken haben. Wenn das weg ist, wenn wir am Abend im Bett liegen, wenn wir unseren freien Tag haben und Zeit haben zum Nachdenken, dann merken wir, wie die Gedanken in uns kreisen und wie diese Angst anfängt, an uns zu arbeiten und wir uns vielleicht im Kreise drehen. Und ich will euch mal in so ein paar persönliche Beispiele mitnehmen und ihr könnt für euch überlegen, wie ist es, wenn man schlaflose Nächte hat und sich in diesem Bereich bewegt. Wenn ich daran denke und vielleicht Sorgen entwickle, wie werden sich unsere Kinder entwickeln? Wird unser Phil sein Abi gut machen, einen guten Beruf erlernen können, vielleicht ein gutes Studium machen? Unser Ben, wird er irgendwann alleine lebensfähig sein? Oder wird er immer Unterstützung brauchen? Oder unsere Mia, wie wird sie sich weiterentwickeln? Und man merkt, wie sich Gedanken bewegen und wir plötzlich Sorgen entwickeln in unserem Herzen. Angst haben, Angst vor der Zukunft. Oder wenn ich an die Gemeinde denke und so durchgehe, wie viele Mitarbeiter irgendwo fehlen, welche Dinge nicht so gut laufen, wo überall Dinge besser sein könnten.
und Möglichkeiten da sind. Die Frage im Raum steht, ist eine christliche Schule dran? Im Moment gibt es Möglichkeiten dazu, hier in der Region eine christliche Schule zu gründen. Ist das von Gott her dran? Unser Grundstück hier drüben soll dann neu gebaut werden. Wir brauchen eigentlich noch einen weiteren Teilzeitmitarbeiter. Es gibt so viele Dinge in der Gemeinde, wie können wir denn bezahlen? Fragen über Fragen, die Sorgen mit sich bringen. Schlaflose Nächte, die bewirken das. Wie kann ich aber jetzt lernen, aus diesen schlaflosen Nächten, aus diesen Situationen, wie die Jünger damals in dem Boot waren, rauszukommen, mit dieser Angst, die da ist, die real ist, die wir wahrnehmen, richtig damit umzugehen. Und wir gucken uns jetzt wieder eine Empfehlung von Paulus an. Und dieser Bibelvers ist wie so ein Lösungsweg, wie wir lernen können, mit unseren Sorgen und Ängsten richtig umzugehen. Da wird als erstes gesagt, ihr könnt es hier nicht so richtig gut lesen, eingekreist, macht euch keine Sorgen. Schön. Na klar wollen wir das. Aber ist nicht ganz so einfach. Keine Sorgen. Und jetzt werden uns drei Schritte aufgezeigt in diesem Vers, und ich habe sie mal ein bisschen farblich herausgehoben, die wir nacheinander bewegen sollen, wenn wir diese Angst im Blick haben. Der erste Punkt ist, wir dürfen in jeder Lage zu Gott beten. Egal, ob wir gerade am Boden sind, ob wir von der Angst zurückgedrängt an der Wand stehen, ob wir schon vielleicht im Egoismus gelandet sind, ob wir schon isoliert sind, ob wir merken, wir sind gefangen, ob Menschen um uns herum sind oder wir alleine sind, vollkommen egal. In jeder Lage dürfen wir zu Gott beten. Das heißt, wir fangen an, aus der Situation, in der wir stehen, wo wir wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Angst schauen und wie benommen sind, heben wir unseren Kopf und sagen, Gott, das ist mein Problem. Und dann sollen wir als zweiten Schritt, sagt ihm, was euch fehlt. Und indem wir jetzt darüber nachdenken, was fehlt mir eigentlich, merken wir, wie wir uns von dieser, von euch aus linken Seite, die von der Angst besetzt ist, langsam in Richtung Glauben bewegen. Wie wir sagen, Gott, mir fehlt das Vertrauen auf dich. Mir fehlt der Glaube, mir fehlt Sicherheit. Und der dritte Schritt ist, und dankt ihm. Und wir fangen an, darüber nachzudenken, was hat Gott eigentlich Gutes getan? Hat Gott mich schon mal fallen gelassen? Nein, stimmt. Und wir sagen, Gott, ich danke dir, dass in meinem Leben bis hierher du mich immer durchgetragen hast. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du in der Bibel so viele Zusagen machst. Und wir merken, wie wir in der gleichen Situation stehend unseren Fokus verändern und auf die Seite des Vertrauens wechseln. Und die schwierige Situation, die uns gefangen gehalten hat, aus Gottes Perspektive entdecken. Und ich will gern, damit es deutlich wird, weil dieser Vers wirklich der Schlüssel dafür ist, dass wir das lernen, das an diesen Beispielen deutlich machen, die ich euch vorher von mir erzählt habe. Wenn ich darüber nachdenke und in Sorge komme, wie sich unsere Kinder entwickeln, dann beginne ich und sage, Herr, du siehst meine Sorge. Du siehst, dass ich mir Gedanken über die Zukunft mache. Mir fehlt das Vertrauen vielleicht oder die Sicherheit, dass es unseren Kindern gut gehen wird.
Da ist Unsicherheit da. Ich habe es selber nicht in der Hand und das fehlt mir. Aber Herr, ich danke dir, dass du uns unsere Kinder geschenkt hast. Und du hast gesagt, dass du sie wunderbar gemacht hast. Psalm 139. Du hast sie wunderbar geschaffen und gemacht. Und du hast sie uns geschenkt und anvertraut. Und du hast sie mit deinem Namen gerufen, mit ihrem Namen gerufen. Du hast zugesagt, dass du sie durchs Wasser bringst und sie nicht untergehen werden, dass sie im Feuer nicht verbrennen werden, Jesaja 43, und du hast sie lieb. Du bist der Gott, der sie durchtragen wird. Gott, ich danke dir dafür. Und meine Gedanken haben sich verändert im Blick auf meine Kinder. Entwicklung der Gemeinde. Ich fange an, Gott zu sagen, Herr, wir brauchen Mitarbeiter. Es fehlen uns Leute, die an bestimmten Stellen mit ihren Gaben mithelfen. Herr, mir fehlt im Moment die Perspektive dafür. Ich kann mir vieles vorstellen, aber ich habe vielleicht nicht die klare Vision. Ich habe keine Ahnung, ob es dran ist, diese Schule zu gründen oder das anzugehen. Ich weiß nicht, woher das Geld kommt, was wir brauchen, um da drüben neu zu bauen. Keine Ahnung, Herr. Aber du hast gesagt, dass du der Herr der Gemeinde bist, dass du deine Gemeinde baust. Epheser 4 hast du beschrieben, wie du Gemeinde zusammenstellst mit den unterschiedlichen Gaben. Und wie alles zusammenspielt und du bist der Herr und wir dürfen zu dir hin wachsen. Und du bist der, der in uns das bewirkt. Du bist der, der für uns betet, Johannes 17, der uns deinen Geist gibt. Du bist der, der Gemeinde baut. Und ich merke, wie meine Angst aus der Sicht des Glaubens und des Vertrauens verändert wird und wie anfängt Liebe in meinem Herzen zu greifen und Hoffnung groß wird. Zum Schluss will ich uns noch drei praktische Hilfen mitgeben. Drei praktische Hilfen, die uns helfen in unserer Zeit, die so belebt ist, so umtriebig ist, mit dieser Angst richtig umgehen zu können. Der erste Tipp ist, alle Dinge, die uns bestimmen und die Quellen sind, wo wir unsere Ängste nähren können, dass wir die zum Beispiel nicht mit in unsere Nachtruhe nehmen, dass wir ganz klare Schlafenszeiten für unser Smartphone festlegen. Das ist die Taste mit dem Flugzeug in eurem Telefon. Das könnt ihr also schlafen legen, 19 Uhr vielleicht oder irgend sowas in dem Dreh. Nicht mit ans Bett nehmen, wo die nächste WhatsApp, das nächste Telegram, das nächste Signalnachricht, die nächste Info über die Pandemiezahlen und was auch immer, die nächsten Infos über den Krieg, Ängste, die uns befeuern wollen, die dürfen auch mal Pause haben. Also Tablets, Smartphone, PC, auch der Fernseher, der vielleicht im Schlafzimmer hängt und man dann nochmal die letzten Nachrichten anguckt, schenkt euch das. Legt diese Dinge schlafen. Und wenn ihr dann schlafen geht, dann macht das, was Judith uns schon empfohlen hat. Nämlich lest einen Psalm, bevor ihr einschlaft. Oder einen guten Bibeltext, einen Text, der euch ermutigt, der sich auf der Seite bewegt und sagt, Gott, ich will auf dich schauen. Ich will meinen Blick und meinen Fokus auf dich haben. Und noch eine letzte Sache, hat Judith auch schon gesagt, Lobpreislieder. Schlaft damit ein, weckt damit auf, könnt ihr im Schlafzimmer hin schön irgend so eine
Musikbox oder irgendwas. Ein bisschen dumm ist, wenn das mit dem Handy verbunden ist, weil dann habt ihr wieder die Quelle, die euch auch anderweitig negativ beeinflussen kann. Wir merken, wie sehr wir von diesem kleinen Teil manchmal abhängen. Wie sehr wir uns abhängig gemacht haben. Jesus ist der, der mit uns auf die Seite des Glaubens gehen will. Er hat damals ganz bewusst seinen Jüngern gesagt, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Er wusste, dass dieser Sturm kommen wird. Er wusste ganz genau, dass die Jünger diese Lektion brauchen, diese erfahrenen Profis, die mit Stürmen umgehen konnten, damit sie an ihm sehen, der ganz entspannt in diesem Boot lag, der wusste, ich bin beim Vater angedockt. Ich bin geliebt von meinem Vater. Ich weiß, dass meine Zukunft im Himmel ist. Und Jesus sagt uns das zu, Jesus sagt dir das zu und sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich habe eine Wohnung für dich bereitet im Himmel. Dort kannst du einziehen, da steht dein Name schon dran. Jesus will mit uns in unserem Lebensalltag Schritte gehen. Und ich will gern jetzt für uns beten, für dich und mich. Wenn wir in solchen Situationen sind, wie damals die Jünger, und entscheiden können, bleibe ich auf dieser Seite der Angst oder orientiere ich mich auf Gott? Ich will gern dafür beten, dass der Heilige Geist, dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, dass dieser Geist uns bestimmt. Wenn du jetzt merkst, Gott hat dich angesprochen, Gott hat in dir Dinge nach oben gebracht, die in deinem Alltag immer wieder dafür sorgen, dass du in Unruhe bist, dann steh jetzt auf, oder wir können alle aufstehen, und bringe das vor Gott. Ich will dich ermutigen, diese Chance jetzt zu nutzen und zu sagen, Herr, hier bin ich. So wie damals die Jünger, die zu Jesus gerannt sind und gesagt haben, Herr, stört es dich nicht, dass wir umkommen? So steht Jesus heute vor dir und sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich in deinem Alltag, in deiner Angst, in der du gefangen bist, in den Sorgen, die dein Leben manchmal bestimmen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du mit uns durchs Leben gehst. Dass du mit uns ans Ziel kommst, dass du zugesagt hast, dass du uns eine Wohnung im Himmel bereitest, dass du uns zugesagt hast, dass wir bei dir sein dürfen, dass du unsere Schuld vergeben hast, dass du jedem, der an dich glaubt, neues Leben zugesagt hast. Herr Jesus, danke, dass das die Wahrheiten sind, die wirklich zählen. Dass nichts an dir vorbeigeht, dass du der Herr bist, der über allem steht. Und alle Dinge, die wir in dieser Welt erleben und durchleben, die kennst du schon längst. Und ich möchte jetzt beten für mich und für uns, für jeden, der Ängste im Alltag kennt, der Sorgen kennt und der sagt, ich will gern loslassen, ich will mich nicht in diesem Modus bewegen, in dieser Schleife, in dieser Schraube, die mich nach unten zieht. Ich will frei sein. Ich will frei sein in meinem Blick. Meine Seele soll atmen und auf dich, Jesus, schauen. Herr Jesus, in deinem Namen, im Namen des auferstandenen Jesus Christus, möchte ich um Befreiung bitten. Um Befreiung von diesem Geist der Angst, der uns manchmal lähmt. Danke, Herr Jesus, dass du der Sieger bist. Und wir wollen jetzt deinen Sieg in unserem Leben ausrufen und dich einladen, dass du durch deinen guten Heiligen Geist, dem Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit in uns handelst und wirkst. Herr Jesus Christus, wir befehlen uns dir an. Wir wollen mit dir in unserem Lebensboot unterwegs sein und lernen, mit diesen Stürmen des Lebens richtig umzugehen, vertrauensvoll zu dir zu kommen und das zu sagen, was uns fehlt und an das zu denken, was wir mit dir erlebt haben, auf deine Zusagen und Wahrheiten blicken. Herr Jesus, hilf uns dabei. Amen.